Hallo und herzlich willkommen, liebe Löwen. Ich hoffe, es geht dir sehr gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Löwe-Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Löwe stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Und zwar für den Neumond im Zeichen Wassermann, der heute Abend um 23.59 Uhr, also kurz vor Mitternacht, stattfindet. Wir schauen uns die Energien an von diesem Neumond in Bezug auf die Löwen. Also wie wirkten sich diese Energien hier gerade bei den Löwen aus, im Löwe-Kollektiv, beziehungsweise für jene mit einer starken Löwe-Betonung in ihrem Geburtshoroskop. Ich habe ja auch den Löwe stellvertretend und den Herrscherplaneten Sonne mit ausgelegt. Für die Löwen. Was darf ich weitergeben? Worum geht es hier gerade? So, da sehe ich, dass ein schmerzvoller Abschied. Irgendetwas wird hier zurückgelassen, überwunden, verabschiedet. Das kann natürlich etwas im Außen sein, das könnte hier aber auch eine Haltung sein, eine Komfortzone, ein Ort des Vertrauens, eine Sache, die einem sehr lieb gewonnen war, wo man sich sehr geborgen gefühlt hat. Es können aber auch gewisse Gefühle und Haltungen sein, Einstellungen, Muster für die Löwen. Was darf ich hier weitergeben zum heutigen Neumond im Zeichen Wassermann? Du kannst dir auch sehr gerne mein Neumond-Video anschauen. Das verlinke ich hier unter diesem Video, wo ich ganz konkret auf die astrologischen Konstellationen und Energien für diesen Neumond im Zeichen Wassermann eingehe, falls dich das interessiert. Und dann schauen wir uns hier jetzt erstmal die Löwen an. Der Turm und die drei der Stäbe, die Ausgangssituation. Mit dem Turm bricht etwas zusammen, etwas stürzt ein, ein Weltbild stürzt ein, eine Situation im Außen, eine Sicherheitsstruktur, eine Gewohnheit, ein Muster, eine Beziehung. Es kann alles sein, was hier eingestürzt ist oder aktuell gerade zusammenbricht. Es können ja gewisse Vorstellungen sein, Einstellungen, Verhaltensweisen, gewisse Muster, die man immer wieder wiederholt oder etwas, was man immer auf eine bestimmte Art und Weise getan hat. Wenn mit dem Turm etwas zusammenbricht, dann ist das ein Befreiungsschlag. Es geht um ein Durchbruch zu einer neuen Freiheit. Und das passt natürlich jetzt sehr gut zu diesem Neumond im Zeichen Wassermann, wo es ja um deine Freiheit geht, vorrangig. Es geht darum, neue Wege zu beschreiten, neue Ideen umzusetzen, neue Wege zu finden, Dinge zu erneuern, die einfach nicht mehr dem alten standhalten oder deinen Erwartungen und Werten standhalten oder deinen Bedürfnissen. Da geht es schon darum, dass man jetzt hier neue Wege findet und sich von Altem trennt. Das ist schon die ganz allgemeine prägende Energie von diesem Neumond ohnehin. Ja, jetzt sehen wir das aber auch bei dir, dass hier etwas zusammenbricht. Wir sehen diesen Abschied ja auch, den schmerzhaften Abschied. Irgendetwas wird hier losgelassen. Und da steht man vielleicht auch gerade so ein bisschen vor einem Scherbenhaufen einer Situation, wo etwas zusammenbricht. Man sieht sich konfrontiert hier vielleicht mit einer, vielleicht sogar mit einer Krise oder mit einer, ja, mit einer schmerzhaften Erfahrung. Wenn der Turm etwas zum Einstürzen bringt, das ist nicht immer angenehm. Es kann auch angenehm sein, wenn man sehr offen für Veränderungen ist, aber in der Regel halten wir alle an bestimmte Gewohnheiten und liebgewonnene Muster und Situationen fest und auch an Menschen. Und dadurch kann das sich möglicherweise hier auch als sehr herausfordernd darstellen, was immer hier gerade zusammenbricht. Dein Weltbild gerät ins Wanken. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass gerade bestimmte Vorstellungen in dir ersetzt werden, dass etwas, was du bisher vielleicht immer für wahr gehalten hast oder etwas, was du, wie gesagt, immer auf eine bestimmte Art getan hast, weil es einfach deiner Wahrheit oder deiner Auffassung oder Einstellung entsprach, jetzt plötzlich
zusammenbricht, weil du neue Einsichten und Erkenntnisse hast, neue Einblicke in eine Realität, in deine Realität, die dich hier zu neuen Einsichten bringen. Und das hat aber irgendwie auch etwas Erschütterndes gerade. Ja, es ist so ein bisschen so eine Chaos-Krisen-Energie, die jetzt gerade viel Altes aufrüttet und Neues hervorbringen möchte. Es muss an gewissen Strukturen einfach gerüttelt werden, damit sie aufbrechen und damit hier auch etwas Neues daraus entstehen kann. Darum geht es. Das ist die Uranus-Energie. Uranus, der Herrscher vom Wassermann. Der Uranus, der gerade in Spannung steht zur Sonne und zum Mond. Also das sind ja diese Quadrate, die der Uranus steht im Stier. Also da geht es um das Festhalten an diesen alten Strukturen und Dingen, die einem lieb geworden sind, an die man festhält. Und im Widerspruch dazu eben der Freiheitsdrang, der Drang, neue Wege zu erkunden, die eigene Individualität zu leben, den eigenen Weg zu gehen. Und das Ganze kann natürlich verschiedene innere Kontroversen und Widersprüche an die Oberfläche bringen und dadurch brechen alte verkrustete Strukturen auf. Und das ist das, was für mich der Turm verkörpert. Und das ist ein Durchbruch zu einer neuen Freiheit, auch wenn es sich schmerzhaft oder krisenhaft oder herausfordernd anfühlen mag. Die 3 der Stäbe zeigt mir, dass du hier auch, obwohl du hier vielleicht irgendwo vor einem Scherbenhaufen stehst oder dein Weltbild hier gerade auf den Kopf gestellt wurde oder irgendetwas zusammengebrochen ist, ich sehe dich hier trotzdem sehr positiv, sehr zuversichtlich, sehr stabil und du schaust hier ganz optimistisch in die Zukunft und planst jetzt ganz konkrete Schritte für die Zukunft. Also ich sehe dich hier sehr positiv in der Feuerenergie, passend zur Löwen-Sonne-Energie, also was ja deins ist, sehr zuversichtlich, ja. Und überlegst jetzt, welche weiteren Schritte du jetzt dir unternehmen kannst und solltest. Du schaust hier positiv in die Zukunft. So, jetzt kommen deine Gedanken und die sind wieder ganz im Zusammenhang, ganz im Einklang mit diesem Turm, ja, die 10 der Schwerter. Hier ist ein Ende, der Abschied, das Loslassen, ein Schlussstrich. Du denkst hier über einen ganz konkreten Schlussstrich nach. Das ist etwas, womit du dich hier sehr stark befasst, was in deinem Bewusstsein hier sehr präsent ist. Entweder ist es dein Ziel, hier eine Sache jetzt wirklich radikal zu beenden, einen Schlussstrich unter einer Sache zu ziehen, oder es ist etwas, was du hier, worüber du sehr viel nachdenkst, oder eine Sache ist hier schon beendet worden, oder du hast etwas beendet, oder einen Schlussstrich unter einer Sache gezogen, die zusammengebrochen ist. Es kann auch das Ende von gewissen Mustern und Gefühlen anzeigen, also dieser Schlussstrich. Es ist nicht immer unbedingt eine Situation im Außen. Ja? Ich muss das immer wieder wiederholen, weil das ganz wichtig zu verstehen ist. Es ist nicht unbedingt, dass man hier einen Job oder eine Beziehung oder eine Lebenssituation komplett beenden muss. Ganz oft sind es die eigenen Muster und Einstellungen, Ängste und Gefühle, die damit in Zusammenhang stehen, die auf gewissen Mustern und Erwartungen beruhen. Und dadurch zu gewissen Abläufen führen, die dann irgendwann zu eng werden, wo man dann mal etwas aufsprengen muss, wo etwas aufgesprengt werden muss, weil es der Weiterentwicklung nicht mehr dienlich ist, weil hier keine Weiterentwicklung mehr stattfindet. So, 10 der Schwerter. Also du hast etwas beendet oder du willst etwas beenden, einen Schlussstrich ziehen, etwas radikal. Es ist eine Initiative, die von dir ausgeht, ganz klar. Das ist nicht etwas, was dir hier passiert. Der Turm ist etwas, was dir passiert. Das kann sein, dass hier wirklich in dir etwas klar geworden ist oder etwas passiert ist oder ein Weltbild oder eine Situation im Außen zusammenbricht. Aber die 10 der Schwerter ist eine ganz aktive Energie, die von dir ausgeht. So, nun kann es sein, dass du in dir entweder Dinge jetzt beendest oder in deinem Außen, in deiner konkreten Lebenssituation, eine Beziehung, ein Job, eine Situation, wie auch immer, beendest oder deine Haltung, deine Einstellung dazu. Das Ganze ist hier eine Probe, eine Prüfung für dich. Es geht hier darum, ja, jetzt komme ich hier mit dem
So, es geht hier darum, etwas zu lernen. Es geht hier darum, aufzusteigen und eine alte Haltung zu überwinden. Das ist das Wichtigste bei den drei der Münzen. Das ist etwas, was hier in deinem Unbewussten passiert, auf deiner emotionalen Ebene. Möglicherweise geht es hier auch um eine neue emotionale Reife, dass man emotional reif wird, reifer handelt, die Dinge jetzt einfach anders tut, wie jemand, der seine Lektion gelernt hat, jemand, der versteht, wie deine Gefühle, wie dein Unbewusstes funktioniert. Das zeigt hier schon. Also das ist zum einen diese Aufstiegsenergie. Es zeigt so diesen geistigen Aufstieg, diesen Bewusstseinssprung. Es zeigt, dass du hier gerade unter Beweis stellst, was du gelernt hast oder dass du jetzt das anwendest, was du gelernt hast und die Dinge nun anders tust. Ja, und wie gesagt, wirklich, es geht darum, eine alte Haltung hinter dir zu lassen, zu überwinden, abzuschließen. Eine, die hier noch sehr unreif war oder wo du erst gelernt hast, wie man mit gewissen Herausforderungen umgeht. Und jetzt geht es tatsächlich darum, auf diese neue Ebene, auf dieses neue Niveau zu kommen mit einer neuen Einsicht und Reife und einer Haltung, die schon von einer langjährigen Erfahrung spricht, mit einer gewissen Thematik umzugehen. Und das ist gerade so eine Probe oder Prüfung, die hier bei dir hier stattzufinden scheint. Es geht ja auch darum, natürlich bei den drei der Münzen, das ist ja auch immer die Teamwork-Karte, wo es darum geht, mit anderen gemeinsam zu arbeiten und gemeinsam eine Lösung für ein Problem zu finden, anstatt zu versuchen, allein irgendetwas zu bewältigen oder als Alleinkämpfer hier irgendwo in Aktion zu treten. Hier darf man eben auch sehen, wie kann man die Interessen aller Beteiligten hier mit berücksichtigen. Und gemeinsam zum Ziel kommen oder gemeinsam auf diese neue Ebene kommen. Es geht hier wirklich um eine emotionale Reife. Emotionaler, ja, eine Art und Weise, einfach mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Ja, dass das jetzt wirklich besonnener und ja, reifer, mit mehr Weitblick, mit viel Erfahrung und Fähigkeiten auch. Also mit dem eigenen Bewusstsein, wie man am besten mit diesen eigenen Gefühlen umgeht. Also das sehe ich hier. Wirklich ein innerer Aufstieg. Deswegen ist es für mich jetzt nicht verwunderlich oder wäre nicht verwunderlich, wenn die 10 der Schwerter sich hier tatsächlich auf eine innere Haltung bezieht, dass du das Ende hier setzt, vielleicht auch in bestimmten eigenen Gefühlsmustern, Blockaden, Verhaltensweisen, Betrachtungsweisen. Das muss man hier sehen, von Fall zu Fall. Ast der Schwerter. Ja, so das Ganze fußt hier auf eine Klarheit, die du hier in der letzten Zeit, in der Vergangenheit bekommen hast. Also dir ist hier irgendetwas klar geworden, kürzlich, vielleicht in den letzten Wochen oder Tagen. Da hast du so vielleicht innere Eingebungen bekommen oder eine neue Idee, eine neue Betrachtungsweise. Vielleicht hast du hier irgendwelche Informationen erhalten oder viel gelesen oder irgendetwas an neuen Ideen bekommen, die dich zu einer neuen Klarheit geführt haben. Dass du hier eine Sache ganz klar eingeschätzt hast oder eine klare Haltung in Bezug auf eine Sache hier eingenommen hast und möglicherweise hast du hier auch irgendeine Entscheidung getroffen oder etwas getrennt oder gelöst oder geklärt, versucht hier etwas zu klären. Also wir sehen hier eine sehr starke Verstandesklarheit, die hier in dir aufgestiegen ist. Etwas ist dir hier klar geworden. So, und das kann möglich sein, dass diese Klarheit oder diese Klärung oder diese klare Haltung oder diese neuen Ideen, diese neue geistige Ausrichtung, die du hier hattest, dazu geführt haben, dass hier etwas in deinem Leben nun anfängt zu bröckeln. Ja, woraufhin du jetzt mit dieser Entscheidung dich gedanklich befasst oder mit diesem Ende, diesem Abschluss, radikales Ende. Wie geht's denn weiter? Die 5 der Münzen. Ja, also wir sehen jetzt erstmal hier als nächstes eine Phase der Krise, ein Mangel, eine Herausforderung, ein Engpass. Das ist so die Armutskarte, wo man sich allein und hilflos fühlt, wo man das Gefühl hat zu verzichten,
eingeschränkt zu sein. Vielleicht fühlst du dich irgendwie eingeschränkt als nächstes Jahr, so ein bisschen hilflos. Es ist aber auch hier immer ganz wichtig zu erkennen, bei den fünf der Münzen, das ist, was hier in den Mangel führt, ist ganz oft ein Mangeldenken. Also in den seltensten Fällen ist es wirklich ein materieller Mangel, der dich hier in Armut hält, sondern es ist allermeistens ein Negativdenken, eine negative Einstellung, Gedankenhaltung, die dazu führt, dass man hier sehr auf etwas Negatives fokussiert ist, nämlich auf den Mangel, auf den Engpass, die Krise, die Durststrecke, die Einschränkung. Vielleicht setzt du dich ja auch mit deinem eigenen Mangeldenken oder mit deinen eigenen Einschränkungen auseinander oder mit einem Verzicht. Es kann auch sein, dass du dich damit direkt befasst. Sechs der Stäbe, und ich sehe dich hier aber siegen. Du bist hier gerade im Sieg. Du bist dabei, hier etwas zu erobern, etwas zu erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Ja, das passt natürlich zu der Prüfung, die wir hier haben mit den drei der Münzen, diese Prüfung zu bestehen. Ich sehe hier schon einen Sieg liegen, einen Triumph. Du hast Erfolg und Anerkennung. Du meisterst etwas. Du bist dabei, hier eine Herausforderung zu meistern, eine Lektion zu lernen und erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Sieht ja erstmal gut aus, ne? Ach, der Schwerter. Ja, und da haben wir wieder die Einschränkungen. Also du fühlst dich hier irgendwo unfrei. Du bist in einer Situation, wo du dich irgendwie gehemmt fühlst. Etwas in dir ist gehemmt, fühlt sich unfrei, fühlt sich eingeschränkt. Da ist ein Anteil in dir ist hier vielleicht nicht lebendig. Du fühlst dich hier irgendwo wie blockiert. Ja, vielleicht kommst du deswegen jetzt hier auch in dieses Mangelgefühl nochmal rein. Es kann auch sein, dass es irgendjemanden in deiner Umgebung hier ist, der dich hemmt und blockiert oder der dich unfrei macht oder dir das Gefühl gibt, unfrei zu sein. Hier läuft gerade ein Fuchs vor meinem Fenster, ist ja witzig. Das ist das Tolle, wenn man am Wald wohnt, ja, schön. Okay, also, ach, der Schwerter. Ja, du fühlst dich eingeschränkt, unfrei, gehemmt und blockiert. Die Neun der Kelche. Das sind deine Wünsche, Hoffnungen und Ängste. Du hoffst natürlich hier auf eine innere Fülle, auf ein Glück, auf die Leichtigkeit, die Freude. Du möchtest dich geborgen fühlen, du möchtest natürlich innerlich dich angekommen fühlen. Innere Erfülltheit ist das, innere Fülle. Und das, was du hast, genießen, auch mit anderen gemeinsam schöne Momente erleben. Du sehnst dich hier wirklich nach Harmonie, nach Freude, nach Glück, nach innerer Fülle und Erfülltheit. Wenn nicht, ne? Das ist ja, das möchte ja jeder haben. Aber wie gesagt, es kann sein, dass hier irgendjemand im Außen, dein Umfeld vielleicht auch sogar, irgendwie so agiert, dass du dich gehemmt fühlst, dass du dich eingeschränkt fühlst. Entweder bist du das selbst. Vielleicht ist die ganze Situation so, dass du dich irgendwie gehemmt fühlst. Ich denke aber schon, dass es hier bei dem einen oder anderen jemand in deinem Umfeld ist. Einer oder mehrere Personen, die dich hier irgendwie blockieren oder einschränken oder hemmen oder so diese Unfreiheit. Also nicht ganz einfach. Königin der Kelche. Kommt jetzt hier als zweite Zukunftskarte. Kannst du die sehen? Ja. Also, die Königin der Kelche zeigt mir hier, dass du sehr sensibel wirst, sehr empfindsam, sehr intuitiv. Es kann sein, dass du hier wirklich dich sehr stark mit der inneren Stimme, mit den inneren Bildern befasst und auch sehr stark in Kontakt mit dir selbst und deinen eigenen Gefühlen kommst, dass du deine eigenen Gefühle nährst und annimmst und für dich da bist. Das ist eine ganz, ganz starke weibliche Energie, die Königin der Kelche. Das ist Wasser, reines Wasser. Das ist Annahme, Akzeptanz, Hingabe. Das ist Sensibilität, Intuition, Feingefühl, Mitgefühl, Verständnis. Also das ist die Energie, wo du reinkommst. Es kann aber auch sein, dass es hier jemand ist, in deinem Leben jemand, der hier einen guten Einfluss auf dich ausübt, der dich hier intuitiv führt oder dir einen weisen Rat gibt. Es kann auch jemand sein, der medial ist, der dich hier
berät, um aus diesem Mangel herauszukommen. Es kann aber auch deine ganz eigene Energie sein. Du hörst auf deine innere Stimme, deine Intuition, wirst mitfühlend und verständnisvoll. Also ich sehe, du kommst von diesem Mangel raus in dieses Gefühl der Akzeptanz, der Hingabe, des Mitgefühls und Verständnis. Also ist das schon hier so eine Art, ich sehe hier schon so eine Umkehr in der Haltung. Ja, hin von, also weg von einer, auf einer Fokussierung auf Mangel und Einschränkung hin zu Annahme, Mitgefühl, Verständnis und Intuition, Sensibilität und Angebundenheit. Oder du bekommst diese Impulse im Außen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr schöne, sehr gute Karte hier. Und gerade hier auch mit den drei der Münzen hier in deinen Gefühlen, in deinem Unbewussten, wo du ja diese, deine Fähigkeiten jetzt unter Beweis stellst und diesen Aufstieg erlebst oder diese alte Haltung hier hinter dir lässt. Also ich glaube, bei den meisten ist das hier wirklich eine innere Haltung, die überwunden wird. Etwas Innerliches, was hier beendet wird. Denn ich sehe hier eine sehr große Sensibilität, Empfängnis, Annahme, Akzeptanz, Hingabe. Also all diese weiblichen Qualitäten. Ne? Und natürlich auch die Intuition, die dich hier jetzt weiterführt auf den richtigen Weg. Unterliegende Energie, das Ass der Stäbe. Eine Chance. Eine große Chance hier, sich dem Leben zu öffnen, in die Lebensfreude zu kommen, ein Abenteuer zu erleben, lebendig zu werden, vielleicht auch kreativer zu werden, ein kreatives Hobby zu entwickeln, ein Projekt zu starten, irgendetwas hier umzusetzen, das ist Leidenschaft. Was wir hier haben, Ass der Stäbe, da geht es um leidenschaftliche Impulse, die jetzt in dir aufsteigen, neue Ideen, Einfälle, irgendetwas, wo du jetzt etwas erneuern möchtest. Und darum geht es ja auch bei diesem Neumond, um Erneuerung, etwas Neues starten, sich neu ausrichten. Und vielleicht ist das hier die Chance, diese neuen Impulse, die sich jetzt zeigen, dadurch, dass hier eine Haltung überwunden wurde oder etwas abgeschlossen, etwas beendet wurde, sei es jetzt im Außen oder im Inneren, liegt darunter hier diese Chance auf neue Lebendigkeit, ein neues Abenteuer, vielleicht eine Reise zu unternehmen, was auch immer. Ja, Vier der Schwerter zeigt mir erstmal, dass du hier aktuell möglicherweise noch im Rückzug bist, dass du hier gerade regenerierst, dass du gerade Kraft tanken musst, Ruhe brauchst, vielleicht auch verhindert bist. Also es ist in der Regel, ist man hier wirklich erschöpft und muss sich regenerieren und muss eine Ruhepause einlegen. Vielleicht bist du gerade in einer solchen Regenerationsphase. Ja, aber ich sehe hier links und rechts von dieser Ruhephase, von diesem Rückzug oder diesem Verhindertsein, wo du das Gefühl hast, du kannst gerade nicht, weil dir die Kraft fehlt oder weil es einfach die Umstände nicht erlauben. Links und rechts davon liegen die Chancen der Stäbe. Das heißt, Bube der Stäbe und Ass der Stäbe. Und das sind beides Impulse des Feuers, der Lebendigkeit. Da geht es um Leidenschaft, Kreativität, Abenteuer, Reisen, dass du für irgendetwas dich begeistert, irgendetwas umsetzt, irgendwelche Impulse wahrnimmst, die dich hier in neue Lebensfreude bringen. Da bieten sich Chancen sowohl im Außen als auch aus dem Innen heraus, aus deinem Inneren. Vielleicht in der Zeit, wo du jetzt hier in dir reflektierst, in dir zur Ruhe kommst, in dir etwas aufarbeitest oder integrierst, heilst. Vielleicht entstehen in dieser Zeit jetzt hier diese neuen Eingebungen, Inspirationen. Entdeckst du neue Möglichkeiten, neue Chancen, hier etwas Neues umzusetzen. Und die Feuerenergie ist ja natürlich eine ganz wichtige für dich, denn das ist ja deine Löwe-Energie. Das ist ja dein ureigenstes, deine Leidenschaft, dein Optimismus, Mut, Entschlossenheit, deine Lebensfreude, dein Lebenshunger. Und das ist eben genau das, was wir ja hier sehen, dass das jetzt etwas ist, was jetzt neu entwickelt wird und wo sich neue Chancen bieten. Ja, und ich glaube, du schaust da drauf auch, also mit den drei der Stäben. Du schaust in die Zukunft, ne? Was kannst du jetzt umsetzen? Was willst du jetzt erreichen?
Was willst du erleben? Womit fühlst du dich lebendig? Und ja, in der Lebensfreude, was würde dich jetzt begeistern? Darauf schaust du und das sind Chancen, die zeigen sich hier. Und wir schauen jetzt mal mit den Orakelkarten. Ja, und der Sieg liegt ja hier auch. Also du hast hier irgendwo wirklich etwas, du bist dabei, hier gerade etwas zu schaffen, zu meistern, irgendwo erfolgreich zu sein. Auch wenn das hier in der Umgebung ist, die von Verzicht und Einschränkungen hier gerade geprägt ist, dass hier gewisse Dinge nicht so laufen, wie du es gerne würdest. Wenn dich irgend hier etwas blockiert, aber dennoch sehe ich dich hier mutig, positiv, optimistisch, siegreich. Hier kommt die große Transformation, der Supervollmond. Höchste transformatorische Kräfte sind aktiv. Ruhe dich aus und gebe dich hin. Eine Neuausrichtung auf allen Ebenen findet statt. Genau. Genau das, ne? Die Vier der Schwerter. Ruhe dich aus. Lass alles geschehen. Es wird hier gerade irgendetwas in dir transformiert. Ich denke, das ist für die allermeisten wirklich ein innerer Prozess. Du wirst neu ausgerichtet, du richtest dich neu aus. Sicherlich kann das auch eine Situation im Außen mit einschließen. Aber hier geht es, glaube ich, auch darum, erstmal eine Situation anzunehmen, so wie sie ist, auch wenn du dich eingeschränkt fühlst oder im Mangel oder das Gefühl hast, du bist hier hilflos oder hast nicht genug oder dir fehlt etwas Entscheidendes. Dieses Mangelgefühl, was wir ja hier sehen. Ich denke, es geht wirklich darum zu warten, bis du diese innere Eingebung bekommst, die innere Führung, die dir sagt, was du jetzt als nächstes tun darfst. Und dann, ja, einfach der inneren Stimme folgen, den Instinkten folgen. So, für die Löwen zum Neumond hätte ich gerne. Da kommt nochmal der Rückzug, die Mondhütte, ja? Rückzug nach innen, Meditation, Natur und Rückzug nach innen eröffnen neue Schritte. Also es geht wirklich darum, hier durch die Einkehr, durch die Abgeschiedenheit, Reflexion, Meditation hier die innere Stimme wahrzunehmen, innere Weisungen zu empfangen und dich führen zu lassen. Ach, schau mal hier, und die Wunden kommen ja auch. Der verwundete Heiler. Ich bin bereit, durch Annahme und Akzeptanz zu wachsen. Und das ist genau das, was ich hier auch erzählt habe mit der Königin der Kelche. Annahme und Akzeptanz einer Situation. Alter Wunden, Verletzungen. Irgendetwas ist hier zusammengestürzt, eine Situation, ein Weltbild, irgendwelche Strukturen. Und da darfst du jetzt eine Situation anschauen, integrieren. Emotional ist eben auch, wie gesagt, hier der Umgang mit gewissen Verwundungen, Verletzungen. Auf eine reife Art und Weise. Welche Verletzungen zeigen sich hier? Wie gehst du jetzt damit um? Und da sehe ich, dass man eine alte Haltung überwindet. Eine große Chance für einen Neubeginn. Wenn ihr das Ass der Stäbe ist ja auch eigentlich die Chance für einen Neubeginn. Ne? Der steht ja auch für Neuanfänge, für großartige neue Inspirationen. Für Neuausrichtungen, für neue Lebensfreude. Das haben wir hier ganz klar als unterliegende Möglichkeit. So, für die Löwen, was haben wir hier noch? Reflektiere über deine Prioritäten. Das ist die Wassermann-Energie. Die ist, wie gesagt, chaotisch, die steht ja für diese ganzen Revolutionen und Neubeginne und Neustrukturierung. Und jetzt darfst du dich in diesem Chaos, wie gesagt, zurückziehen, in deine Ruhe kommen, reflektieren, bei dir bleiben, integrieren, heilen und dich auf deine Prioritäten fokussieren. Was ist wirklich wichtig für dich? Worauf willst du deinen Fokus lenken? Vergebung. Wem hast du hier etwas zu vergeben? Wem kannst du hier vergeben? So, und das ist auch die Königin der Kelche. Auch das ist eine Energie, die
sehr mitfühlend, verständnisvoll und vergebend ist, die vergibt durch Annahme und Akzeptanz einer Situation. Irgendwas gibt es hier zu vergeben. Es kann sein, dass du dir selbst etwas vergeben musst oder auch einem Menschen, der hier irgendwie dich verletzt hat. Da schau mal genau hin, was du hier vergeben kannst. So, und dann kläre deine Gedanken. Die Zwillinge-Energie. Kläre deine Gedanken. Da schaue ich mir mal die Botschaft so an. So, ja, hier geht es nämlich auch um negative Gedanken. Das ist genau diese fünf der Münzen, die hier jetzt hier drunter liegt, die wir jetzt nicht mehr sehen, aber die hier als erste Zukunftskarte lag. Ja, also dass du von einem Ort des Mangels kannst du nichts Gutes manifestieren. Das kannst du nur von einem Ort der Glücklichkeit, der Freude, einem Ort der Leichtigkeit. Und wenn du fokussiert bist, deswegen fokussiere dich auf deine Prioritäten und dann komm in das Gefühl rein, visualisiere, wie fühlt sich das an, wo willst du sein, von einem Ort der Freude, der Entspannung, der Leichtigkeit. Also sorge dafür, dass du dich gut fühlst in erster Linie. Und wenn du Sorgen hast, dann sprich über deine Sorgen, kläre die im Außen, ja in der Kommunikation, im Austausch, im liebevollen Austausch. Sprich über deine Sorgen und Nöte und all deine Gedanken, die hier auch in eine negative Richtung abdriften und kläre somit deinen Verstand, damit wieder Platz für das Positive, für das Gute reinkommt. Ja. Also da sehe ich eine gewisse Gedankenunruhe bei dir. Ja, vielleicht ist das auch etwas, was hier beendet werden möchte. Es kann sein, dass du, wie gesagt, hier darüber nachdenkst, irgendwo einen Schlussstrich zu ziehen. Und ich sehe aber, das hat hier wirklich auch mit einer geistigen Unruhe zu tun. Da sind negative Gedanken, die dich hier irgendwo quälen. Wo ein innerer Kampf ist, da ist nicht diese innere Annahme, dieser innere Friede. Und durch Kampf kannst du sowieso nichts Neues, Positives erschaffen. Und aus einer Emotion heraus kannst du sowieso, solltest du sowieso keine Entscheidungen treffen, sondern immer nur aus einem Ort, von einem Ort der inneren Frieden, des Friedens, der inneren Gelassenheit, Entspannung und Freude, von einem Ort der Liebe. Es geht hier auch darum, dass man möglicherweise in gewissen negativen Gedankenmustern gefangen ist, dass man hier irgendwo Kreise dreht und immer wieder sich in die gleichen Gedanken verstrickt. Ja, und gewisse Muster dadurch wiederholt. Und das ist etwas, was definitiv hier wert ist, aufgesprengt zu werden vom Turm, von der Uranus-Energie. Ja. Das ist ganz klar dann der Turm, der das hier auflösen möchte. Finde ein inneres Gleichgewicht, finde deine innere Mitte. So. Dann schauen wir mal weiter für die Löwen zum heutigen Neumond im Wassermann. Was ist hier jetzt wichtig? Die Freiheit. Es geht um deine Befreiung, dich von Ketten, Anbindungen oder Fesseln zu befreien. Das könnten jetzt, wie gesagt, diese alten Muster sein, negative Gedankenmuster zum Beispiel, die dich hier in Ketten halten oder auch eigene Verwundungen und Verletzungen. Wir haben hier Chiron, den verwundeten Heiler. Etwas hält dich hier in Ketten, davon darfst du dich befreien. Innerlich frei werden. Und wir haben die Zweifel, die Angst, die Sorgen. Es geht hier um das Thema Vertrauen bei einigen. Irgendjemand hat hier ein Vertrauensproblem. Entweder vertraust du einem Menschen nicht oder einer Situation oder einer Entscheidung. Du zweifelst hier sehr viel oder dir fehlt das Selbstvertrauen. Man zweifelt hier und hat viele Sorgen und Ängste hinsichtlich einer Situation. Und das können natürlich dann die negativen Gedanken sein, diese negative Gedankenspirale der Sorgen und Ängste. Ne? Wenn man da drin gefangen ist, daraus kann nichts Gutes entstehen. Deswegen
Annahme, Vergebung, Akzeptanz. Das eine. Und dann auch Intuition, sich auf die Intuition verlassen und in die Führung, von der Intuition führen lassen. Ja, hier haben wir jetzt die Löwe-Power, die Kraft. Hier darfst du irgendwo in die Führung gehen und deine Kraft, deine Macht annehmen, die Selbstermächtigung. Hier geht es auch um in die Selbstermächtigung zu kommen, wieder in deine Kraft zu kommen. Ja. Und vielleicht auch die Chancen des Lebens, die sich jetzt hier bieten, diesen Neuanfang. Irgendwo geht es darum, hier denke ich schon, um einen Neubeginn, diesem Ast der Stäbe. Das ist ja der Neubeginn der Feuerenergie. Das heißt ja irgendwo etwas Neues zu beginnen, neu zu starten, neu zu unternehmen, was dich in die Lebendigkeit bringt. Und das braucht ja auch ein gewisses Maß an Power, an Kraft, an Initiative, Optimismus, Mut, Selbstbewusstsein und einfach, dass man hier auch in diese Selbstermächtigung kommt. So, und dann hätte ich gerne hier noch eine Energie von dem schamanischen Orakel für die Löwen. Ja, da haben wir die göttliche Zeit, der göttliche Zeitpunkt. Alles hat seinen, also es gibt einen göttlichen Zeitpunkt, weil alles hat seinen Zeitablauf, seinen Zeitrahmen, den man als Mensch, den wir als Menschen kaum beeinflussen können. Also etwas wird erst dann wirklich verändert, wenn die Zeit reif ist, wenn die Zeit dafür da ist. Vorher ist die Energie nicht da oder vorher gibt es Zweifel und Unsicherheit. Und wenn es hier darum geht, irgendetwas ganz Konkretes zu starten, zu verändern oder zu beenden, dann ist das göttliche Timing von entscheidender Bedeutung. Und das spürt man auch innerlich dann einfach durch in der energetischen Aufschwung, also durch viel mehr Energie, die zur Verfügung steht, dadurch, dass alles auch viel leichter ohne großartige Widerstände funktioniert, dass es einfach fließt. Es ist einfach wenn der Zeitpunkt da ist, der göttliche Zeitpunkt, dann fließt etwas, was zuvor holprig war, anstrengend, herausfordernd, voller Zweifel und Unsicherheiten. Wenn die Zeit da ist, dann geht das ganz leicht, ohne Hindernisse und es fließt, egal worum es hier geht. Um welche Entscheidung, um welche Erneuerung. Und das Göttliche, auf diese Zeit darfst du jetzt, auf diesen Moment darfst du jetzt warten. So. Hier haben wir die Integration, unendliche Möglichkeiten, die dir offen stehen. Und die Integration von Erlebnissen. Ich schaue mal hier die Botschaft mir an. So, es geht hier darum, auf die innere Stimme zu hören, hier auch hinsichtlich einer Situation oder einer Person. Verlass dich auf deine Instinkte, falls du hier zweifelst. Und falls vielleicht die Taten oder Handlungen einer Person nicht mit deren Worten übereinstimmen. Höre auf deine innere Stimme. So. Ja, und auch achte auf diese kleine, feine innere Stimme, die dieses Gefühl dir gibt, dass irgendetwas nicht richtig ist, dass sich irgendetwas nicht richtig anfühlt. Darauf darfst du jetzt auch besonders achten, vermehrt achten. Weil es ja auch Widersprüche geben kann zwischen dem Verstand, der logische Verstand, der einem das eine sagt, der zum Beispiel dir sagt, dass alles in Ordnung ist, dass du keine Sorgen machen sollst, aber es gibt diese innere Stimme, die immer wieder etwas anderes dir sagt. Und da darfst du auf diese leise Stimme hören, die dir sagt, dass irgendwas sich nicht richtig anfühlt.
So, und dann schaue ich nochmal die göttliche Zeit. Also es ist gerade eine Situation hier bei dir am Laufen, wo göttliches Timing hier am Werk ist. Versuche nicht dagegen anzukämpfen. Stattdessen geh in dich hinein durch Meditation und frage dich auch, wie du dich selbst für diesen Prozess am besten vorbereiten kannst. Welche Lektionen musst du hier oder möchtest du lernen? Für die Veränderung, die du sehen möchtest. Ja, also irgendetwas ist dir dabei, sich zu entfalten oder zu verändern in dir. Und da darfst du einfach, deswegen wirklich kam jetzt mehrfach der Hinweis, in dich zu gehen. Ja, und nicht dagegen anzukämpfen, gegen diesen Prozess. Okay. So, und dann denke ich, ja, wir sind schon, ich habe hier heute mächtig überzogen, weil ich halt gerade so inspiriert war. Ich wollte eigentlich noch eine Göttin ziehen, werde ich noch machen. Wird es heute ein wenig länger, aber für die Löwen hätte ich gerne noch hier abschließend. Im Fluss kommt hier Rhea, die Göttin Rhea. Ich schaue mir hier nochmal auch die Botschaft an, die Schattenbotschaft. Und zwar, jetzt geht es darum, auf jeden Fall, auch wie die andere Karte hier schon gesagt hat, im Fluss zu bleiben, ne? Mit dem Fluss zu schwimmen und alles jetzt geschehen lassen, alles auf dich zukommen zu lassen, wie es gerade kommt, nicht dagegen anzukämpfen. Ne? Das ist erstmal hier die Hauptbotschaft, die wir schon hier gehört haben. Aber jetzt gehen wir nochmal auf den anderen Aspekt hier ein. Vielleicht gerätst du manchmal in einen Zustand der Stagnation, in dem nichts voranzugehen scheint. Der Energiefluss zwischen dir und dem Universum ist dann wie blockiert. Das kann passieren, wenn du Angst davor hast, dass deine Sehnsüchte unerfüllt bleiben. Aber auch, wenn die Dinge in eine Richtung zu nehmen scheinen, die deinen Erwartungen nicht entspricht. Wenn du dich dem Zustand des Flows überlässt, so lässt Rhea dich wissen, wirst du eine Möglichkeit finden, auch eine noch unbekannte Wendung im Flusslauf unbeschadet zu passieren. Die Heilungsaufgabe, die sie dir stellt, lautet, den Ast, an dem du dich festhältst, loszulassen und dich vom Strom deines Lebens in Flusslandschaften tragen zu lassen, die du noch nie durchquert hast. Auch wenn du dabei neue und ungewohnte Erfahrungen machst, erwarten dich doch Magie und Wunder, sobald du dich von jeder Verhaftung an die äußere Form löst. Lass los und überlasse alles andere dem Fluss des Geschehens. Du wirst überrascht sein, wie mühelos das Leben dann dahin gleitet. Ja, also loslassen, geschehen lassen, Annahme, und das ist eben auch das, was wir mit der Königin der Kelche sehen, wirklich vollkommen ins Vertrauen kommen. Und das ist eben auch das, was die Königin der Kelche, wofür die steht, die vertraut, die ist absolut mit sich im Reinen, in der Annahme und gibt sich diesem Prozess hin, im Fluss. Liebe Löwen, das ist das, was ich hier heute für dich sehe und dir mitgeben kann zu diesem Neumond. Ich hoffe, du konntest dir etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben oder auch über ein Abo. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.